Hallo und herzlich willkommen zu einer Meldung von KI-TV aktuell bezüglich antiimperialistischer Kooperation, internationale Solidarität und dem revolutionären theoretischen Diskurs im Trikont. Die Arabische Republik Syrien erkennt die Leistungen der als Son Gun bekannten nordkoreanischen Theorie an. Sie betont vor allem nach dem Wegfall der Warschauer Vertragsstaaten als Gegengewicht zum Imperialismus die notwendige stärkere Orientierung revolutionärer Regime auf die eigene Verteidigungsfähigkeit, auf militärische Autarkie und Schlagkraft. Die Songun-Politik brachte bewundernswerte Erfolge. Der Generaldirektor des syrischen Zeitungsverlages Al-Bad, der im September dieses Jahres die DVRK besucht hat, sagte beim Interview mit der Stimme Koreas wie folgt: Die Mitglieder unserer Delegation in die Leitung der syrischen Baath-Partei schätzen die Songun-Politik ihres Landes sehr hoch. Wir betrachten diese Frage von zwei Gesichtspunkten aus, und zwar dem syrischen und dem globalen. Wenn wir von dem syrischen Gesichtspunkt aus betrachten, entwickeln sich die Freundschaft und die Zusammenarbeit zwischen der DVRK und Syrien durch die Songun-Politik noch mehr. Wir sind stolz auf die Songun-Politik des koreanischen Brudervolkes. Von dem objektiven Standpunkt aus hat die DVRK über 60 Jahre seit der Zeit, wo das Land in Schutt und Asche lag, Tag und Nacht gekämpft und dadurch heutige glänzende Erfolge erzielt. Genau die Songun-Politik ermöglichte diesen bewundernswerten Erfolg, denke ich. Die koreanischen Freunde bringen auch heute unter Blockade und Sanktionen der Imperialisten deren brutale Umtriebe zum Scheitern und erzielen brillante Erfolge. In dieser Hinsicht sind die Erfahrungen Koreas mit Recht zu würdigen.